Es ist Zeit fürs Qualifying hier in Spa. La Source, Blanchimont, Eau Rouge, Namen von Kurven und Streckenpassagen, die jedem Formel-1-Fan auf der Zunge zergehen. Es ist immer schwierig vorherzusagen, wer sich in Spa gut schlagen wird. Im Laufe der letzten Jahre waren es jedoch Fahrer von Red Bull, McLaren und Ferrari, die überwiegend hier geglänzt haben. Ferrari kann hier auf 16 Siege zurückblicken, aber ich würde Red Bull einen Vorteil einräumen. Die schaffen es immer, hier etwas Besonderes zu zeigen. Ich würde Mercedes hier einen Vorteil einräumen. Okay, du solltest es mit links in die nächste Runde des Qualifyings schaffen. Versuch also früh eine gute Runde hinzulegen, damit wir die Reifen schonen können. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zuletzt bei Formel 1 2015. Ja, ich würde hier Mercedes ganz gerne einen Vorteil einräumen, weil die haben das beste Auto, ganz einfach. Also Red Bull sich hier gar nicht wirklich vorne, die sind, wie gesagt, im Mittelteil wirklich relativ stark. Jetzt merke ich mal, wie verschwommen der Rückspiegel rechts aussah, wo man den Mechaniker gesehen hat. Das sieht auch geil aus. Unser Putré da hinten. Könnte ich mal als Thumbnail nehmen. Obwohl so als Leckerbissen. Ich habe einen Kommentar noch bekommen, dass ich das McLaren-Rennen in Abu Dhabi gut nachholen soll. Da bin ich an der ersten Saison ausgeschieden. Deswegen frage ich jetzt einfach mal hier, besteht da Interesse? Besteht da wirklich Interesse von eurer Seite, wo ihr sagen würdet, fahr das mal zu Ende, wir wollen mal wissen, wo du stehst. Müsste ich das Ganze natürlich per Schnellstart machen. Also ich möchte eigentlich einen guten Startplatz haben, weil die Erfahrung hat immer gezeigt, der Weg zur ersten Kurve ist nicht sehr lang. Das zum einen, und nach Eau Rouge kann man immer noch richtig gut Positionen gut machen. Und nochmal was zu Ungarn. Meine Rennpace war extrem gut. Weil es mich gewundert hat, dass ich auf dem Prime so gut war am Anfang des Rennens. Wo ich ja diesen Fahrfehler drin hatte, war ich ja natürlich gezwungen, auf Primes zu wechseln, damit die weg sind. Und ich hatte meine Ruhe auch da hinten. Aber das fand ich erstaunlich. Also ich scheine wohl mit dem Primes wirklich mit dem leichteren Fahrzeug grundsätzlich schwerer zu tun. Das ist so ein bisschen die 3,5-Gang-Kurve. Hier ist egal, mit welchem Auto man da durchfährt. Ja klar, Primes hätte jetzt auch mal noch als Diskussion in den Raum stellen können, ob ich mich vielleicht damit qualifizieren soll. Hätte man diskutieren können, aber ich möchte hier eigentlich kein Risiko eingehen. Wie gesagt, Spar, Regen und dann bist du raus. Und das können wir uns nicht erlauben. Wir wollen Williams attackieren. Und mal schauen, ob Red Bull sich einen Boxenstopp sparen kann. So viel gewinnt man hier, aber so viel verliert man nicht durch den Boxenstopp. Das heißt, wir müssen eigentlich rechnerisch ein bisschen weniger aufholen auf die beiden Red Bulls, wenn sie wirklich einen Stop weniger fahren. Bei Williams sehe ich da eigentlich keine Bedenken, die werden die gleiche Strategie fahren wie ich. Was in ja vielleicht mit einem Boxenstopp mehr, wenn sie in Q3 wiederkommen. 350. Ja, also Fett bringt ja hier ordentlich was. Der bringt allein schon im ersten Sektor 15, hat aber was mit, natürlich nicht nur mit Fett zu tun, aber ganz klar sind das auch die Reifen geschuldet. Aber das ist nur Kurve 1 und da würde ich mal sagen, da holen wir maximal 2 Zehntel mit den Reifen raus. Der Rest ist dann auch fettbasierend. Und das waren dann schon 3 Zehntel im ersten Sektor. So, hier, jetzt vielleicht liegen mir jetzt die schnellen Kurven auch noch etwas besser. Klar, der Red Bull holt hier in den Kurven die Zeit raus, aber wir holen die Zeit beim Rausbeschleunigen eigentlich raus. Und das tut man hier in der Regel schon ein bisschen mehr. Deswegen ich hier vielleicht uns den Vorteil auch einräume, dass wir vor Red Bull gehen werden. Aber Williams ist ja nochmal eine Hausnummer höher. Die haben nochmal einen besseren Motor. Das wird der Sack jetzt noch entgegengekommen. 49,8, auf jeden Fall schon mal besser. Aber auch noch nicht auf Ricciardo-Niveau. Und die Runde wir müssen eigentlich noch eine Runde fahren. Weil das hat mich mindestens 2 Sekunden da gekostet. Rosberg 49,2. Wenn ich die Zeit fahre, und das werde ich aber nicht, das sieht man ja schon oben, dann wäre ich sicher weiter. Das wird gerade mal eine 50,7. Klar, schneller als Button, das ist aber unsere direkte Konkurrenz. Grosjean vor mir. Das wäre jetzt mal von meinen Renningenieur gut zu wissen.
Danke. Und wie viel Zehntel der wirklich schnell ist? Es sind nur 3 Zehntel. Nasa ist auch langsamer als ich. Rosberg wieder nur 30,9. Seht ihr das? Und dann sind wir jetzt auf einmal 2 Zehntel langsamer. Macht aber gar nichts. Wir sind 2 Zehntel schneller als Rosberg, der natürlich noch mit den Primes unterwegs war. Hier sage ich mal spät in den dritten schalten. Auch wenn dann immer der vordere rechte Reifen gar nicht stehen bleibt. Das finde ich aber nicht so schlimm. Gut, für die Kurve, da spürt man es dann schon. Gut, für diese Doppel-Links sollte dann wieder optimal sein, der Reifen. Vierter Gang. Das Ziel vom Team ist 9. Diesmal sehr tief gegriffen. Also in Ungarn haben sie uns noch deutlich höher eingestuft. Wieder leicht instabil, aber besser im Mittelteil. Eine halbe Sekunde auf Rosberg verloren, das ist eigentlich immer noch zu viel. Wetterbericht. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Buschkopf-Schikane, die war früher, fand ich auch anspruchsvoller. Die war schwerer anzubremsen. Zweiter. Du verlierst in Sektor 2 Zeit. Konzentrier dich auf Sektor 2. Das ist mir durchaus bewusst, dass ich da die Zeit liegen lasse. Platz 2. 49,2. Massa ist 49,0 gefahren. Das weiß ich natürlich noch aus dem freien Training. Also das wird schwer. Wenn ich da noch was im Mittelteil finde, dann auf jeden Fall. Da ist der Reimer schon eine Zehnte langsamer. Da ich natürlich jetzt eine Runde mehr mit ihm drauf habe. Aber das muss nachher in Q2 sofort sitzen. Sonst wird das nichts. Ja, da bleibt der vordere linke blieb stehen, okay. Da habe ich ja noch weniger. Ne, das kann ja gar nicht sein. Das muss der vordere rechte gewesen sein. Der vordere linke kriegt die Temperatur durch diese Enge. Durch diesen spitzen Winkel der Kurve. Was hier der vordere rechte bekommt. Deswegen bauen die hier auch so gravierend schnell ab. 15 Runden ist wie gesagt das Limit. Ich würde mal sagen, 11 Runden können wir damit fahren. 11, 22, 33. Hier sind wir schon knapp mit 3 Stop. Ich glaube sogar mit dem Red Bull konnte ich keine 3 Stop fahren. Das heißt, ich bin dann ja auch schon ja, gezwungen auf 4 Stop zu gehen. Fällt mir gerade ein. Das heißt, wir müssen eigentlich Reifen sparen. Das heißt, wir werden auch nur ein Mann in Q2 haben. Ja, der Reim hat dann eigentlich schon eine Runde zu viel runter. Ja, eine Runde in Q2 und die muss eigentlich sitzen für Q3. Weil wenn wir dann wirklich in Q3 kommen, müssen wir den Reifen halt fürs Rennen benutzen. Bin nur 16.000 hinter Rosberg. Wie gesagt, er hat natürlich die Options noch nicht aufgezogen. Wir dagegen schon. So, dann einmal bitte hoch. Ich hatte mir auch schon überlegt, da könnte ich auch theoretisch in Q3 2 Ones fahren. Pustekuchen. Wir brauchen Reifensitz 4 und 5 fürs Rennen. Und Q1 werden wir dann auch nochmal aufziehen. Oh, schlechte Vorzeichen, ja. Okay, wir sind schon mal eine halbe Sekunde schneller als Hülkenberg Position 9. Das ist ja schon mal sehr schön, sehr gut. Da brauche ich mir eigentlich keine Gedanken um Force India machen. Aber Red Bull wird dann schon, glaube ich, ein bisschen enger sein. 15%, das meine ich damit. Die sind dann schon... Die sind ja schon deutlich abgenutzt. Und wir haben 2 Sektoren Bestzeiten, aber der Mittelteil, das ist der Knackpunkt. Grosjean auf der 11, da gebe ich ihm auch wieder die Sekunde drauf. Perez, knappe 3 Zehntel. Und die beiden Williams sind ja auch mittendrin. Und die werden aber auf den auf dem Prime auch noch gefahren sein. Also, oh, oh, oh. Achtung, Achtung, Achtung. Q3
quert wieder. Wir haben momentan wieder draußen, also ein Wettbewerb will sich schon mal ja auch selber pulverisieren. Ricciardo auch nur auf der 12, die fahren auch auf den Primes. Mal schauen. Die beiden Williams, 49,6. Vielleicht sind die doch ein bisschen zu stark. Vielleicht sollten wir uns doch mehr auf Wettbewerb konzentrieren, aber wenn sich quert schon ausscheidet, dann wollen wir uns auch nicht mehr auf die konzentrieren. Aber die Boxen, die Reifenstrategie, das könnte mir zum Verhängnis, glaube ich, werden. Das wird mir, glaube ich, mit dem Red Bull auch zum Verhängnis. Mit dem Force India weiß ich gar nicht mehr, ob mir das zum Verhängnis wurde. Naja, gut, da kann es mir grundsätzlich immer zum Verhängnis werden. Eine traurige Leistung von Alonso. Das Team hat auf einen Platz unter den schnellsten 10 gehofft, doch jetzt ist schon nach den ersten Minuten Schluss. Alonso, du redest immer nur von Alonso. Beide McLaren wundern mich ehrlich gesagt hier nicht. Hier fehlt dann doch die Leistung von den Honda-Motor. Und Daniel Kvyat im Red Bull, der hätte es eigentlich weiter schaffen. Ja, beide Manus, die braucht man ja eigentlich schon gar nicht mehr erwähnen. Die scheiden ja immer aus. So, dann wollen wir mal schauen. Wie gesagt, eine schnelle Runde gebe ich mir. Eine. Die muss sitzen. Dann hat der Reifen schon ca. 10% runter. Wird schwer. Gut, vor in der halbe Sekunde. Da könnte ich. Ah, Risiko darf ich aber nicht rausnehmen. Ich habe gerade überlegt, ein bisschen Risiko rauszunehmen. Darf ich mir gar nicht erlauben. Nee, das darf ich mir echt nicht erlauben. Also kein Risiko rausnehmen, sondern wirklich am Limit fahren. Um vielleicht die Reifen zu spannen. Das war jetzt mein Grundgedanke. Viele werden sich auch denken, warum spare ich jetzt eigentlich nicht Reifen hier in der sogenannten Outlap? Das ist eine ganz einfache Tatsache. Man muss die Runde schon am Limit eigentlich in meinen Augen fahren, unabhängig davon, ob man die Reifen schonen soll oder nicht. Weil das ist... Zum einen, die Reifen müssen Temperatur bekommen. Das ist der erste Grund. Ja, also ich kann ja nicht wirklich... im Schneckentempo um den Kurs fahren, damit kühlen die Reifen ja weiterhin immer ab. Deswegen, ich muss ein gewisses Tempo halt in den Tag legen. Das nächste Thema könnte vielleicht sein, warum lasse ich eigentlich niemanden vorbei? Grundsätzlich, wenn ich draußen bin, lasse ich keinen vorbei. Sei es die Outlap oder sei es die fliegende Runde. Das mache ich wirklich nur in der Inlap. Der Rest, das muss halt passen, ja. Man darf sich davon in meinen Augen einfach nicht irritieren lassen. Wenn ich jetzt jemanden vorbeilasse, kann ich eigentlich sagen, meine fliegende Runde ist eigentlich schon im Eimer. Weil die Reifen kühlen so dermaßen schnell ab. Da habe ich keine Temperatur für die ersten Kurven. Und ich bin auch ein bisschen aus meinem Rhythmus einfach raus. Man sucht sich eigentlich auch schon seinen Rhythmus. Wie fahre ich welche Kurve an? Deswegen ist das eigentlich für mich keine Option, in der Outlap wirklich noch jemanden vorbeizulassen. Die fahre ich eigentlich auch schon relativ nah am Limit. Da sucht man sich auch nochmal die Bremspunkte und so weiter raus. Vielleicht nochmal die ein oder andere Stelle, gut, bis auf Kurve 1. Das muss im Gefühl dann drin sein. Auch das Rausbeschleunigen aus Kurve 1, das muss im Gefühl sein. Aber jetzt hat man quasi schon so ein bisschen seinen Rhythmus drin. Und man ist auch nicht gestört, auch wenn ich jetzt jemand vor mir hätte, das wäre jetzt auch kein Problem. Der würde mir ja hier sogar noch Windschatten spendieren. Und wenn ich jemanden noch in meiner Outlap vorbeilasse, dann habe ich ihn ja in meiner schnellen Runde in der Regel vor mir. Also schlage ich mir ja quasi fast ins eigene Fleisch. 30,3, das hatten wir auch vorhin als erstes. Als erste Zwischenzeit. Von daher nichts Neues. Diesmal blieb mal kein Reifen. Gehen. Oh ja, vorne rechts habe ich es jetzt gespürt, dass der Wagen da wirklich untersteuert hat. Da habe ich den Einlenkpunkt so ein bisschen verpasst. Hier kann man sich auch sehr leicht verbremsen. Man opfert hier zum Beispiel auch so ein bisschen die Rechtskurve für die nachfolgende Links. Hier die gefährliche Dreigang- bzw. 3,5-Kurve. Auch 49,8. Das läuft eigentlich auf die gleiche Zeit wie in Q1 hinaus. Ja, theoretisch müsste es ein bisschen schneller sein. Da war ich ein bisschen zu weit draußen.
aber in dem Sinne keine Zeit. Da blieb mal ganz kurz ein Hinterrad gehen. Die letzte Kurve ist noch ein bisschen gefährlich beim Rausbeschleunigen. 49,1. Wenn ich mit der Zeit nicht weiterkomme, dann war es das schon in Q2. Oder mit dem gesamten Qualifying. So, und jetzt können wir uns Gedanken machen. Haben wir jemanden hinter uns? Müssen wir irgendjemanden vorbeilassen? Hülkenberg ist langsamer als ich, also da denke ich mal, dass Q3 möglich, dann ist Q3 möglich. Hamilton auch langsamer, Massa auch. Gut, die können sich gegenseitig im Weg gestanden haben. Teamkollege Grosjean. Gut, wenn Vettel eine 48,3 fahren kann, dann kann das auch ein Hamilton und auch ein Rosberg. Und ein Massa, denke ich mal, dann fast auch. Auf jeden Fall eine 48er Zeit. Ricciardo zum Beispiel Bottas auch schneller als ich. Okay, wir müssen uns, glaube ich, doch Ricciardo als Ziel setzen. Raikkonen 48,2. Das ist eine gute Sekunde. Hört sich jetzt viel an, aber auf die gesamte Rundenzeit betreffend ist das nicht viel. Wenn wir das zum Beispiel jetzt noch aufs Rennen hochrennen, das ist dann immer eine Sekunde, das sind am Ende 44 Sekunden hinter der Spitze. Das wäre top. Und das wäre kein Flop im Lotus. Also insgesamt wäre ich mit Position 4 als Startposition sehr zufrieden. Wetterbericht. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. So. Reifen auch noch gespart. So, dann passt das. Gut, hier muss ich auf niemanden mehr achten. Ist aber sehr ungewöhnlich, mit einer Hand gerade hier unten zu lenken. Das habt ihr gerade vielleicht noch gesehen in der Lenkradcam. Das ist dann ungewöhnlich, da hat man ja gar kein Gefühl fürs Lenken. Obwohl, eine Sekunde ist es nicht, es ist 9/10. Auf jeden Fall zu viel auch gegen Bottas. Für Ricciardo reicht's. So, einmal hoch, dann einmal rein, bitte. Und eine Runde schlafen. Oh, heute viel aufgenommen. Heute Rocket League aufgenommen, Dirt Rally nochmal eine Session. Jetzt noch Formel 1, also an einem Samstag mal viel zu tun. Aber dann habe ich eigentlich wieder meinen Puffer. Da habe ich die Woche Puffer. Ich sehe schon hier, einige sagen jetzt Livestream. Ja, damit bin ich weiter. Ricciardo, der 10. ist nicht viel. Aber wir verlieren eine Sekunde im Mittelteil auf Ricciardo. Boah, das ist zu viel. Und 18. auf Bottas. Also da holen sie ihre Zeiten dann raus. Rosberg knapp weiter momentan auf der 10. Aber es wäre keine Überraschung in den Top 10 momentan vertreten. Sainz auf 11, RX auf 12, NASA 13, Grosjean nur auf der 14. Den gebe ich sogar jetzt 2 Sekunden drauf und Verstappen auf der 15. Rosberg wäre momentan draußen. Wäre eine Überraschung, aber das hilft mir nichts. Grosjean wäre drin. Dann sind es nur noch 8/10. Ja, das stimmt glaube ich immer nicht. Der Sektor 2 und Sektor 3, ich glaube, da ist der Messpunkt dann immer ein bisschen verrutscht. Oder da wird der verrutscht im... Auf der Karte Rosberg wird auch nach vorne teleportiert. Na, doch, ich wollte gerade sagen. Das zweite Qualifying geht zu Ende und es bleiben noch die Top 10. Und die werden nun unter sich ausmachen, wer morgen den Platz an der Sonne, wer die Pole erreicht. Also ausgeschieden doch mein Teamkollege Roman Grosjean auf der 11, Eric auf der 12, Sainz 13, NASA auf der 14 und Max Verstappen auf der 15. Die können sich von mir aus gerne da hinten duellieren. Ich möchte da auf jeden Fall nicht hin. Da stand sie gerade ein Force India und ein Toro Rosso im Weg. Sprit brauche ich auch nicht verändern. Das haben wir ja auch schon gesehen, dass ich es nicht verändern brauche. In Q1 sind wir auch 2 schnelle Runden gefahren. Das werde ich mir mit dem Reifensatz jetzt auch gönnen, weil den Reifensatz, den werden wir abgeben. Und nach dem Party gönne ich mir erstmal eine Pause. Na gut, Pause in dem Sinne eigentlich nicht. Ich muss natürlich mir ein paar. Ich muss die ganzen Aufnahmen heute noch in die Renderliste packen. Okay, Bremsen und Reifen sind kalt. Versuch mal sie auf Temperatur zu bringen. Bremsen und Reifen wärmen. Bin gerade aus der Boxengasse rausgefahren, dann ist es logisch, dass alles kalt ist. P4, du bist auf Position 4. Alles klar!
Also manchmal denke ich mir, du bist gerade rausgefahren, hallo? Aber das war der unnötigste Funkspruch ever. Dieses ever, ever, ever ist, glaube ich, jetzt schon 2 Jahre, oder? Es ist 2 Jahre ist das her, oder? 2014 war das doch, oder? Und da sieht man immer, wie schnell die Zeit vergeht. Ich glaube, dieses ever, ever, ever ist von 2014. Und ihr wisst alle, von wo das kommt. Oh, die meisten werden es wahrscheinlich wissen. Aber anderes Thema. Das Thema heißt jetzt hier Qualifying Q3. Ich rechne mir, ja gut, ich muss sagen, Position 7 aus, Ricciardo 8, beide fürs India 9 und 10. Vorne Rosberg vor Hamilton, vor Vettel, vor Raikön, vor Bottas, vor Massa. Ihr schreibt in den Kommentaren, ob das so zutrifft. Ich sag Perez vor Hülkenberg, also Perez 9, Hülkenberg 10, Ricciardo 8. Dann habe ich, glaube ich, alle durch. Also Rosberg 1, Hamilton 2, Vettel 3, Raikön 4, Bottas 5, Massa 6, ich auf der 7. 8. Ricciardo, 9. Perez, 10. Hülkenberg. Das ist mein Tipp. Das wäre so das Standardding, was hier programmiert worden ist. Da sind wir wieder bei der Vorhersagen. Mal schauen, ob das zutrifft. Und wenn ja, dann sollte man ja Lotto spielen. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass das hier richtig ist, ist größer, als dass ich im Lotto gewinne. Oh, jetzt kommt jetzt echt eine Sensation und ich hau hier gerade mal die beste Zeit raus. Da war es sogar langsamer als in Q2. Vielleicht verliere ich hier sogar schon Zeit. Gegen die KI. Ich weiß nicht, wo ich die Zeit hier verliere. Okay, wir alle stehen hinter dir. Zeig uns eine tolle Runde. Pass auf, dass du das Auto beim Aufwärmen nicht überlastest. Oder auch hier. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja, die Kurven, glaube ich, hier eher weniger. Oh, die Runde ist aber nicht sehr schön gefahren. Ist auch nicht wirklich schneller. 49,7. Keine schöne Runde, optisch gesehen. Letzte Kurve. Aber danach geben wir uns ja nochmal eine. Super, das war die Runde. So, 48 ist schon möglich, ja, da muss ja alles passen. Hamilton 48,3 vor Ricciardo. IC7 ist er nur im ersten Sektor gefahren. Auch langsamer. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das sah für mich optisch schneller aus. Okay, Vettel auf der 1. Und die Runde wird nicht schneller. Oh, ganz nah an der Wand. Da muss ich aufpassen im Rennen. Da kommt sehr gerne untersteuern. Gucken wir, was der zweite Sektor sagt. Wenn er deutlich langsamer ist, wovon ich jetzt ausgehe, breche ich die Runde sogar schon ab. Eine Dreigangkurve ist das ehrlich gesagt nicht. Ich stehe auch quer. Hier kommt auch wieder untersteuern. Ist schneller. Okay. Der Mittelteil war schneller gefahren. Das sah für mich wirklich echt langsam aus. Jetzt können wir noch ein bisschen mehr Risiko gehen.
Ja, aber nicht so viel Risiko. Ja, das war so dann doch zu langsam. Das ist ja genau die Position, die ich mir ausgemalt habe. Also Rosberg schon mal auf der 1, das würde schon mal stimmen. Ich auf der 7, Ricciardo auf der 8, bin schon mal 3 Tipps richtig. Ricciardos Teamkollege. Ich fürchte, dafür fehlen uns Daten. Wetterbericht. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Halt's Maul. Okay, keine Antwort ist auch eine Antwort. Wie geht's dir? Ist man nicht so kleine Gags mit eingebaut? Das finde ich dann schon schade, ja. Ja, wie geht's dir? Hi! Ja, doch nicht verstanden. Was sagt er manchmal auch? Hätte man ja ruhig einbauen können, so Kleinigkeiten halt. Vielleicht machen sie das ja für 2016. Aber man kann damit richtig rumscherzen. Wenn man dann aber den Skript zum Beispiel findet. Na gut, wenn man den Skript findet, dann weiß man ja, worauf. Aber ich denke mal, dass es gar nicht so leicht zu programmieren ist, so ein Funk. So ganz gemütlich, noch 4,5 Minuten circa. Obwohl, was heißt circa? Es sind jetzt gleich noch 4,5 Minuten. Also mit dem Qualifying sehr zufrieden. Position 7 ist das Maximum. Weil die beiden Williams sind doch ein bisschen zu schnell. Ich glaube, mit dem Force India konnte ich die ärgern. Ich glaube es aber auch nur. Könnt ihr aber keiner mal jemand nachschauen. Bei Schauen zum Beispiel, von dem vermisse ich so ein paar Kommentare. Hat wahrscheinlich ein bisschen zu viel Schulstress. Geht einfach mal schkack von aus. Falls ihr das hier seht, er wird es auf jeden Fall sehen. Ja, was gibt es sonst so groß zu sagen? Eigentlich nichts. Heute war das Qualifying von Australien. Fällt mir jetzt mal gerade so ein. Ich glaube, ich habe es noch gar nicht erwähnt. Also, wir haben heute das neue Qualifying-Konzept gesehen. Das war das alte. Und jetzt könnt ihr euch nochmal. Jetzt dürft ihr mal in die Kommentare schreiben, welches ihr besser findet. Stimmt, das habe ich vergessen. So. Nochmal mal ganz kurz nachschauen. 19. knapp vor noch Ricciardo. Also, Perez und Hülkenberg, ja, richtig. Okay, Hamilton müsste noch auf die 2 fahren. Reike müsste. Oh, gut, ich glaube, den kann ich vergessen. Oder das Spiel macht mir noch den Gefallen, aber in der Regel eigentlich nicht. In der Regel tut es mir den Gefallen nicht. Aber es wird ja nicht getippt. Das ist ja querbeet durcheinander da vorne. Aber auch sehr eng. Im Qualifying freuen wir uns und im Rennen werden wir wieder heulen, wie das ja normal ist, weil die Ziele im Rennen immer so hochgesteckt sind. Nico Rosberg hat heute im Qualifying ein fantastisches Ergebnis erzielt. Mit einer solchen Leistung wird er morgen sicher auf den Rennsieg zusteuern. Was für eine tolle Session für das Team. Für dieses Ergebnis haben sie hart gearbeitet und diese harte Arbeit hat sich bezahlt gemacht. Schön, aber immerhin hatte ich alle teaminternen Duelle, die hätte ich richtig getippt. Also Rosberg, habe ich gesagt, landet vor seinem Teamkollegen, Vettel landet vor seinem Teamkollegen, Bottas landet vor seinem Teamkollegen und Perez landet vor seinem Teamkollegen. Alle richtig gewesen. Nur die ersten 6 sind halt von der Reihenfolge falsch, wie ich das getippt habe. Aber shit happens. Rosberg vor Vettel, ein deutsches Duell. Bist du Rouge oben? Bist du einer der langen Geraden? Oder kann sich Hamilton auf Position 3 damit einmischen? Lauerstellung an beide Williams mit Bottas und Massa. Kimi auf der 6, der lauert noch weiter dahinter, auch nur ganz knapp gegen Massa. Wie auf der 7? Vielleicht ist da was nach vorne noch möglich. Aber ich möchte mich eher nach hinten absichern gegen beide Red Bulls. Ricciardo deswegen auch auf der 8. Und Hülkenberg und Perez, die werden auf der gleichen Strategie sein wie ich, auf 9 und 10. Wenn es euch gefallen hat, gebt der Folge einen Daumen nach oben. Wie hat euch das neue Qualifying-Konzept gefallen oder auch nicht gefallen? Schreibt einen Kommentar. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder ist. Let's Play Formel 1 2015.